schönes Ründchen und jetzt haben wir wieder, haben wir nicht schon mal gemacht die Map? Ja, das ist das mit dem taktischen Dings. Ja, wo ich da so gut Ach, abgeräumt habe. hier! Genau. Wie gesagt, ich habe ja eigentlich mit mehr Leuten gerechnet. Stimmt, damals waren wir 2 gegen 3, ne? Da waren wir zu fünft. Letztes Mal. Das war hier, wo ich so relativ taktisch hier, wo alle über das Dach kommen. Wo ich so aufgeräumt habe. Eigentlich auf der Runde. Ach, das, oh ne. Das ist da, wo die NPCs so ein bisschen da. Das war aber jetzt gerade nicht taktisch, Enrico. Ich hab dich gesehen. Das war auch nicht taktisch. Auf jeden Fall taktischer als mit dem Motorrad an mir vorbeizufahren. Ja, den Markus habe ich übers Dach schleichen sehen. Da habe ich mich. Nein! Mann! Ich hatte dich auf dem Kopf und in dem Moment hast du dich wieder weggestellt. Ich habe dir was angeboten, Kevin. Naja, alles gut. Ich brauche keine Angebote, ich hole mir immer, was ich will. Ah, da hat der Markus clever gedacht. Er dachte, er könnte übers Dach rüber schleichen und. Mann! Probieren geht über Studieren. Nee, alles gut. Naja, hat doch nicht funktioniert. Markus, meide mal bitte das Dach. Hört mir, das ist wirklich ein Hindernis. Oh, Mimi. Das hat er also beim letzten Mal oder das Genick gebrochen. Ja, da habt ihr mich geholt am Ende. Ich glaube, ich hatte dann nur noch 1 gegen 2. Einen habe ich mitgenommen und den zweiten habe ich dann übers Dach geholt. Ja. Wer da ebenfalls wartet, weißt What the du? fuck? Ach, das ist Ich wusste gar nicht, dass Holzkisten explodieren können. Das ist mir Keine Ahnung, was das war. Ich hab einfach nur irgendwo hingeschossen eigentlich. Der muss aber da hinter der Wand stehen. Ja, hat ihn gesehen. Hä? Ich habe gerade umgeleitet, jetzt ist er weg. Du, hä? Kevin, was war denn los? Keine Ahnung, irgendwas ist explodiert. Aber gut gemacht, ja. Eigentlich war es anders geplant. Ich habe auch die falsche Waffe gehabt, muss ich sagen. Oh, verdammt! Yes! Ja, ich hab mit der Schrot geschossen. Ich wollte eigentlich mit der Karabiner schießen. Das ist so knapp, Alter. Sehr gut, sehr gut. Aber Enrico, das war jetzt wirklich kurz vorm Sterben, ne? Ja, das war so knapp. Du hast dich immer weggeduckt. Ja. Hab ich? Keine Ahnung. Nee, da war ein Pfosten im Weg, der hat mich geschützt. Ja, das war mein Problem.
Aber Kev war doch schon tot. Na, Kev habe ich in die Luft gesprengt, hab schon Granate geworfen. Ja, weil er gerade sagt, da war ein Pfosten im Weg. Alter. Nee. Tusche. Kevin mag es halt hart, weißt du? Alter. Das ist doch eigentlich dein Part. Das ist dein Part, du willst doch seinen Pfosten. Nur sein Charakter, nicht er. Bist du dir da hundertprozentig sicher? Ich hoffe doch. Das geht dir auch so. Wahre Liebe nur unter Männern. Durch die scheiß Wand durch, weißt du? Oh, Schwein gehabt. Ja, Kills kriege ich diesmal nicht so viele. Nein! Mist. Ich dachte, ich könnte ihn überraschen, während er mit dir beschäftigt ist. Ja, hab's eigentlich so gehofft, aber... Aber Enrico interessiert sich nicht so für Frauen, das merkt man schon. Nee. Von jedem. Ich weiß, dass du vergeben bist an diesen hübschen jungen Mann, der rechts auf deinem Profilbild zu finden ist, ne? Du bist ja links. Oh, ich treffe den Kopf nicht, das kann doch nicht sein! Ja, Enrico reißt es gerade ein bisschen raus für uns, ne? Einen netten, hübschen Mann. Danke. Ja, der rechts auf deinem Profilbild ist, links bist ja du. Naja, kannst du mal sehen, hab einen schönen Mann. Bin auch eine hübsche Frau. Zweigleisig, ja? Oh, das köpft mich an, Alter, dann treff ich den scheiß Kopf nicht. Ich seh den schon so drum rennen, ich wusste, dass er kommt. Jeder wird bisexuell geboren. Ach, das ärgert mich gerade. Vor allem Enricos Kopf ist schon so groß, wenn den müsstest du eigentlich treffen können. Ja, es kann doch sein, dass die Kugeln nur ihren Stolz haben und deswegen die drauf gehen, das weiß ich doch nicht. Ja! Alter! Jetzt wird's aber persönlich hier! Oh, Alter! Der tut weh jetzt gerade. Oh. Wenn ich wieder still werde, rasiere ich euch dann wieder aus. Ach, du willst Männer rasieren? Das ist ja, es wird immer sehr sauer. Rasiere, nicht rasiere. Das ist zum Kotzen gerade. Kriegt nichts. Der ist schon wieder da oben. Oh. Oh. Ich wollte eigentlich gar nicht da hochklettern, aber gut. Vor allem wie meiner gerade umgekippt ist, so ganz langsam so. Genau das wollte ich gerade machen! Ich habe überlegt, ob dieser Abbreiter zurückfliegt, aber dass das alles da explodiert, war mir auch nicht sicher. Ach, das sind Schwarzpulver. Kisten. Ja, lol. Ja, so die explodieren, ne? Die gibt's auch hier in diesen Ganghäusern, gibt's die auch. Wie viele Siege mussten wir machen? Ich weiß gar nicht, was eingestellt war. Oder vier. Vielleicht ist es mit drei führen. Ach,
fahren immer gegen den Enrico, ich weiß der Uni. Ja, wie gesagt, die Runde ist gerade, also diesmal ist jetzt gerade kein Kill-Treffer drin für mich. Der Kevin ist einfach. Der guckt um die Ecke, bleibt stehen und wurbelt. Aus noch rauskommen, auf den Kopf schießen, weg ist er. Enrico ist schwierig, der macht schlau. Ja, scheint wohl 3 Führens oder 4 Kills für Siege zu sein. Scheiße, ich hab keine Waffe. Und wieder da hoch. Mann! Nein, jetzt hat er mich mal! Jetzt hat er's! Ich hab gesehen, wie er von hinten kam und du hast dich schön auf mich konzentriert. Jetzt schön. Jetzt habe ich mir die Rache noch geholt, auf 4-1 gestellt. Markus, ich habe so unten erwischt. Ja. Ich habe ihn in der Ecke, aber er hat mir gut Schaden zugefügt, also. Hättest du mich richtig getroffen, hättest du mich auch gekillt. Irgendwann kriegt die Dame die volle Ladung. Ich weiß nicht, wie eingestellt sind. Ja, wahrscheinlich sind viele eingestellt. Ah, die gehen ja auch schnell, die Runden, hier muss man ja auch mal sagen. Ja, bei 2 gegen 2, wenn du dann aber 3 gegen 2 oder 3 gegen 3 hast, wird es zu länger. Oder das Spiel macht so lange, bis ihr nochmal Kill kriegt. Das führen wir aber 10-1 oder so. Markus, jetzt müssen wir mal langsam taktisch vorgehen. Weil der Markus kam, er ging ja taktisch vor ein bisschen. Hat schon gut versteckt. War mal ein Headshot, Sven. Diesmal. Ja, jetzt ist Kevin da, Markus da oben. Siehst du, die schießt nämlich überall durch, Alter. Die hat nämlich durch die Mülltonne durchgeschossen. Er hat aber ein bisschen was abgekriegt, auf jeden Fall. Mhm. Also ich kann mich auf deinen scheiß Kopf immer wie auf den scheiß Stein gesetzt. 2-4. Ich wundere mich echt, sind das 5 Gewinnrunden? Ich weiß es nicht. Am Ende hat er 18 eingefällt. Nee, ich glaube, was ist das Maximale, was wir einstellen können? Keine Ahnung. 20. Also Runden oder Siege? Na, Siege, glaube ich. Boah, keine Ahnung, da blicke ich nicht durch. Das weiß ich nicht. Eigentlich 4. Kenne ich. Na, 4 sind wir schon dran vorbei. Ja. Ah, die NPCs wissen nur nicht, was sie machen wollen, oder? Ja, die klar mit den Autos da rein, weil das eigentlich dafür in der Straße ist. Oder Parkplatz oder was auch immer. Da kam was von oben runter. Pass auf, der fällt dir den Rücken sonst. Das ging jetzt schnell. Ich hab da guten Überfahren so gut gemacht. Jawoll, es läuft! Warum die Beine runter? Ich wollte diesmal nicht hochgehen, aber naja. Ja, auf einmal kam er von oben runter gesprungen und dann war ich weg. Nee. Ich bin nur über den Zaun gesprungen, weil nur durch das Maschinengewehr war. Ich habe die Waffe gewählt, ich habe die Schrenze sehen, ich habe auf den Kopf gezielt und. Ja, weg. Weil ich mich doch positionieren wollte, ich war doch beim Einsammeln. Ja, das kannst du ja machen. Du kannst dabei auch sterben.
Ja, zu zweit doch gegen mich, war klar. Der Markus stand rechts oben noch, den muss ich auch noch auf dem Schirm mit haben. Hab ich. Ich stand genau hinter dir. Ich weiß, wo du standst, ich hab's doch gesehen, aber wie gesagt, ich kann mich nicht auf zwei Leute gleichzeitig konzentrieren. Markus stand ein bisschen rechts oben, deswegen. Ah, ist halt. Rechts oben. Ja. Jawoll, ich hab dich sogar getroffen. Ich hab den Kopf gekriegt. Das war gerade echt, jetzt gerade schon zum zweiten Mal wieder so eine hohe Führung aus der Hand gegeben haben. Weißt du, 4-1 geführt, ist jetzt 4-4. Ja, ich streng dich mal ein bisschen an. Ich bin immer der Einzige, der am Ende überlebt. Scheinbar, ja. Ey, ich hab 2 Kills. Morgul, was hocken wir noch? Los. Ich würde gerne mal wissen, wie viele Runden jetzt eingestellt sind. Ja, ich auch. Das wird jetzt unser Hauptspiel für die Runden. Die nächsten 10 Runden. Mal gucken, wie es ausgeht. Ich habe einfach nicht aufgepasst jetzt beim Einstellen am Anfang. Weil wir so mit Witzchen beschäftigt waren. Nee. Ich wollte eigentlich mal ausklären. Katastrophe. Okay. Na, du bist ja jedes Mal fein raus. Du lässt dich aber am Anfang schon abschießen, weißt du? Ja, weiß ich. Kann ja nicht sein, dass ich immer alles alleine machen muss. Alles klar. Oh, verdammt! Jetzt hab ich sie. Kann ich kurz aufs Klo gehen? Jetzt hab ich sie endlich mal. Mann! Schön. Vor allem, da war eigentlich ein Baum dazwischen, aber gut. Nee, ich hatte zwischen Baum und Stein. Da kann ich durchblicken. So, mal wieder ein bisschen die Verhältnisse gerade gerückt. Was war denn das jetzt? 10 Runden wahrscheinlich. Haben wir jetzt ein bisschen Hoffnung gegeben und dann haben wir da leider meine Eisigkeit zugemacht. 5 Gewinnrunden, ne? Ja, kann doch nicht sein. Ja, das Spiel war crazy. Das Level macht doch was Spaß, ne? Wir haben alle 28 Punkte. Ja. Ja, ne? Ist geil, oder? Das war der zweite Runde erst. Oh.